Tischtennis. Bitte? Die haben es durchschaut vielleicht. Natürlich. Vielleicht haben die gedacht, genau das versucht er. Kann auch sein. Weiß man aber nie vorher. Naja. Jetzt wissen wir es, dass so. Es nicht wirklich aufgegangen ist, was du davor hattest. Jetzt begrüßen wir erstmal Michael Zwipp, meine Damen und Herren, unseren Schiedsrichter vom Deutschen Tischtennis-Bund. Guten Abend, links heute Abend. Alles mit links, auch das Hallo sagen. So, auch Tischtennis, ich muss es nicht betonen, an dieser Stelle wird natürlich mit links gespielt. Gut, das ist bei Stefan eigentlich egal, ob mit rechts oder links, aber er hat noch nie verloren im Tischtennis. Gespielt wird ein Match über 2 Gewinnsätze bis 11. Nach den offiziellen Tischtennisregeln 2 Punkte Abstand zum Sieg, Schläger nur in die linke Hand. Und wer als erster 2 Sätze für sich entscheidet, der gewinnt das Spiel. Jeweils nach 2 gespielten Aufschlägen wechselt das Aufschlagrecht. Das sagt der Herr Zwipp natürlich immer an. Und die Münze entscheidet, wer anfängt. Rot oder schwarz? Ich bin schwarz. Also schwarz, du fängst an. Okay. Und dann bitte nach vorne, nur mit links, kein Einspielen. Und nach nur einem Spot fangen wir an mit Spiel 4, Tischtennis. Tor beginnt, 2 Gewinnsätze und das Ganze nur mit der schwachen Hand, mit links. Und los geht's. Erster Satz, Aufschlag Heiko, 0-0. 1-0. Heiko, bist du sicher, dass du Rechtshänder bist nochmal? Ja. So, das sieht schon recht gut aus bei Heiko. Bei Stefan Punkt scheint Heiko, die linke Hand nicht Stefan. Richtig eingehängt zu sein. Also er tut sich schwer. Aber wie gesagt, das sieht auch mit rechts nicht großartig anders aus bei ihm. Ha! Zu Punkt lang. Für Heiko, 0-3. Also Heiko beherrscht diesen Abend hier bisher nach Belieben. Ja, souverän. Punkt für Heiko. Also war natürlich viel zu hoch gespielt von Raab. Ganz schlechte Mischung, hoch und kurz. Und dann mit der Rückhand haut er ihm das Ding um die Ohren. 4-0. Punkt für Heiko. 5-0. Punkt für Heiko. 0-6. Stefan, also das ist natürlich schwierig mit der schwachen Hand, keine Frage. Ob du aber schon mal geübt hast. Das gilt für Heiko auch. Jetzt versucht so, Raab seine Spirenzchen. Jetzt verwickelt er ihn in Gespräche, will ihn ein bisschen aus dem Rhythmus bringen. Und das scheint zu Punkt funktionieren. Für Stefan, 1-6. Und das sind die Momente, wo die Zuschauer zu Hause sagen, so ein Sauhund. Punkt aber für Heiko, 7-1. Heiko bleibt ruhig. Der wirkt hier bisher kalt wie eine Hundeschnauze. Und nein! Raab hat Punkt immer wieder Probleme, wenn da ein bisschen 8-1. Schnitt drin ist bei Heiko. Glasklare Angelegenheit. Fuck. Punkt für Heiko, 1-9, Stefan schlägt. 2 Punkte noch, dann geht Satz 1 an Heiko. Der strebt hier auf die Millionen zu. Und das war ein richtig guter Punkt Ballwechsel. Für Stefan. Richtig guter Ballwechsel, nochmal für den Hinterkopf. Alles mit links heute bei Schlag den Raab und das sah richtig gut aus. Das hatte was von Tischtennis. Und schön auch da der Gesichtsausdruck von Raab. Aber er liegt 2-9 hinten. Ha! Punkt für Heiko. 10-2. Heiko schlägt. Heiko schlägt. Also. Aufschlag bei Heiko. Das ist Satzball. Erster Satz, glasklar an Heiko. Er dominiert auch dieses Tischtennisspiel bisher. So, kann Raab da jetzt noch mal zurückkommen? Kann er Satz 2 für sich entscheiden? Man kann das gar nicht glauben. Zweiter Satz, 0-0, Stefan. Ach du meine Güte. Um Gottes Willen. Was für ein Aufschlag von Raab. Punkt für Heiko, 2-0. Gibt's nicht, ey. Und jetzt wird er gleich sagen, er sei gestört worden. Guter Ballwechsel jetzt wieder. Nein! Punkt für Heiko, 3-0. Gute Länge bei Raab. Und dadurch bringt er Heiko in Probleme. 3, Stefan schlägt. Die Länge, ganz, ganz wichtig. 1-3 aus seiner Sicht, Stefan Raab. Da hat er wieder versucht, lang hinten zu spielen. Aber Heiko, als wenn ihn das alles nichts anging, ganz cool.
Punkt für Stefan. Ja, jetzt beide mit dem Schufen, also mit Unterschnitt. Beide. Nein! Ja, und da ist er halt drauf reingefallen, da ist er gelockt worden von Heiko, der auch jetzt schon wieder mit 3 Punkten führt. Mit 4. Punkt für Heiko. 2-6, Stefan schlägt. Ich gebe. Punkt für Stefan, 3-6. Er muss jetzt mächtig was tun, Raab. Gute Länge bei Heiko. 4 Punkte noch, dann geht Tischtennis an ihn. Und es wäre das 4. Spiel in Folge. Und für ihn geht es um 1 Million. Und die Angabe, wunderbar, mit viel Schnitt. Raab fällt dann überhaupt nichts ein. 2 Punkte noch, dann hat er Tischtennis. Na, das war schon fast alles oder nichts. Diese Rückhand von Raab. Und man sagt, dass hier wieder, sobald die Länge stimmt, hat es der Gegner schwer. Matchball, na, den nutzt er noch nicht. Punkt für Stefan, 10, 5. Aber die nächsten Matchbälle jetzt für Heiko. Raab weiß, dass da kaum noch was geht. Oder ist vorbei. Punkt und Satz. Okay. Und auch dieses Spiel geht an Heiko. Vielen Dank, Herr Zwipp. Dankeschön, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Auch Tischtennis geht an Heiko, meine Damen und Herren. Spiel 4. An unseren Mann aus Paderborn. 10-0 gegen Stefan nach Spiel 4. Und es ist Zeit für die Torte, Stefan. Ja, 10 Punkte sind gerade mal gespielt, 110 noch offen. Da ist also auch noch alles drin.